Auf der Wiese, Sehnsucht nach Wärme oder Du willst deinen Spaß gehören zwar nicht gerade zu den aktuellen Titeln von Veronika Fischer, aber mit diesen Liedern hat sie jetzt noch denselben Erfolg wie zu dem Zeitpunkt, als sie erschienen, kurz nach ihrem Weggang aus der damaligen DDR. Hat sie eigentlich trotz Verlust der Freunde und Kollegen diesen Schritt bereut? Nein. Und außerdem rede ich darüber seit 1980. Ich habe nichts bereut, nein. Viele Künstler, die damals diesen Schritt machten, blieben im Westen auf der Strecke und gingen einfach in dem großen Pott namenloser Künstler unter. Wie war eigentlich der Anfang für Veronika Fischer? War es schwer? War für mich nicht ganz so schlimm, weil ich habe ja sofort einen Künstlervertrag gehabt bei WEA und habe da 6 CDs gemacht in meiner Westzeit, was man hier gar nicht so mitgekriegt hat. Insofern war es für mich nicht so schwer, aber es war natürlich eine Veränderung und war natürlich erstmal wieder ein Abstieg und ich musste wieder von unten anfangen. Aber trotzdem ist ja in der DDR, kann man sagen, man nimmt den Bonus immer noch etwas mit, so was man von früher noch kennt. Ist auf jeden Fall hilfreich, oder? Naja, was eben schön ist in der ehemaligen, die neuen Bundesländer, wäre ja wohl richtiger zu sagen, dass die alte Musik hat ja noch so viel Nachklang und das bringt natürlich immer eine sehr schöne Atmosphäre mit sich. Am Sonnabend, den 15. Februar, schafft es das Möbelhaus Böller wieder einmal, Prominenz auf die Showbühne zu bringen. Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist es her, da hatten die Vogtländer bereits die Chance, Veronika Fischer live zu erleben, damals beim Spitzenfest. Und genau wie beim Spitzenfest nutzen auch hier viele die Gelegenheit, sich ein Autogramm von der bekannten Künstlerin geben zu lassen. Wie empfindet sie das Autogramme geben eigentlich? Lästige Pflicht oder die Möglichkeit, mit seinem Publikum in Kontakt zu treten? Also ich muss sagen, ich mache das eigentlich gern. Die Leute sind nett und die wollen ja auch ein bisschen Nähe haben. Nicht nur die Entfernung von der Bühne. Und ich muss sagen, ich mache es gern. Also wenn es nicht gerade Tausende sind, wo es dann doch ein bisschen ermüdend ist, aber so nein. In Vorbereitung ist auch ein Musical. Wie weit ist eigentlich da der Stand der Dinge? Das Kind und der Kater heißt das Musical. Und wann wird es das erste Mal zu sehen sein? Das ist jetzt erstmal die Konzeptions-CD. Und dazu wird dann noch eine zweite CD gemacht, um das Musical vollständig, das kommt das nächstes Jahr auf die Bühne, weil das wird natürlich mit vielen anderen Leuten auch passieren und deswegen dauert das noch ein bisschen, aber ich mache parallel dazu noch eine eigene CD. Bei Sternkombo Meisen begann ihre Karriere. Ist eine Zusammenarbeit vielleicht wieder denkbar? Weniger, weil das ist ja doch, erstens mal war das damals der Anfang von Sternmeisen. Die haben ja dann erst, nachdem ich bei Panterei war, begonnen, kreative Musik zu machen. Und das war aber sehr lustig. Und jetzt, wenn Sie so wollen, die Musiker waren ja mal bei Sternmeißen, ein großer Teil davon, ist es gar nicht so weit weg. Hat Veronika Fischer diesmal etwas von der Stadt Plauen sehen können? Ach, wenig, ehrlich gesagt, wenig. Aber ich finde, dass sich's entwickelt. Ich finde, dass es schöner wird. Und zwar egal, wo man hinkommt. Es wird alles schöner. Hat zwar einen großen Preis, die Arbeitslosigkeit, aber ich denke, das wird sich alles dann im Laufe der Jahre besser werden. Kann es ja nur besser werden.